Sechs Grade der Trennung. Die Theorie, dass alle und jeder Mensch sechs oder weniger Grade oder Schritte voneinander entfernt sind. Sie kennen vielleicht Stanley Milgram, einen Sozialpsychologen, der vor allem für seine Experimente zum Thema Gehorsam in Yale bekannt ist, bei denen in einem sogenannten Gedächtnistest Elektroschocks mit zunehmender Intensität verabreicht wurden. 1967 prägte Milgram den Ausdruck "Sechs Grade der Trennung", nachdem er führte sein Small World Experiment durch und beschrieb, dass wachsende soziale Netzwerke einen schrumpfenden Effekt auf die Welt hatten. Das Experiment testete, wie viele Schritte es brauchte, um ein Paket von der Westküste der USA an einen Börsenmakler in Boston zu liefern, indem ein Bekannter es einem anderen zuschickte. Es stellte sich heraus, dass es in den 1960er Jahren durchschnittlich nur 6 Schritte brauchte, um nach Boston zu kommen. Aber wie ist es heute, im 21. Jahrhundert, wo soziale Netzwerkseiten das Internet dominieren? Wenn Sie LinkedIn oder Facebook verwenden, haben Sie das 6 Degrees of Separation Netzwerk gesehen. LinkedIn verwendet ein Verbindungssystem, bei dem einzelne Profile im Abschnitt Personen, die Sie vielleicht kennen, als zweiter oder dritter Verbindung gekennzeichnet sind. Dabei wird eine Karte angezeigt, die zeigt, wie diese Person mit Ihnen verwandt ist durch ihre ersten Verbindungen für Bekannte, die sich bereits auf ihrer Freundesliste befinden. Ähnlich verhält es sich bei Facebook, wo die Anzahl gemeinsamer Freunde angezeigt wird, und jetzt gibt es eine Funktion, mit der Sie den Freunden von Freunden Nachrichten senden können, wenn genügend gemeinsame Kontakte vorhanden sind. Früher waren wir alle nur 6 Grade der Trennung voneinander entfernt, um jemanden mit jemandem zu verbinden, indem wir einen Freund fanden, der jemanden kannte, der jemanden kannte, und so weiter. Aber eine Studie von Facebook und der Universität Mailand aus dem Jahr 2011 zeigt, dass die Anzahl der Grad beträgt jetzt nur noch 421 Millionen aktive Benutzer und 69 Milliarden Freundschaften wurden einen Monat lang analysiert und die Ergebnisse waren wie folgt. 99,6% aller Benutzerpaare sind durch Pfade innerhalb von 5 Grad verbunden. 92% sind nur durch 4 Grad verbunden. Die durchschnittliche Distanz zwischen allen Personen auf Facebook betrug 2008 5,28 Grad und sank 2011 auf 4,74. Wer weiß, wie hoch die Zahl jetzt wäre? Die Welt ist klein. Was halten Sie also von dieser Theorie? Denken Sie, dass soziale Netzwerke die Anzahl der erforderlichen Abschlüsse verringern, um jemanden zu erreichen? Lassen Sie es uns in den Kommentaren unten wissen.